So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Man of World hier bei... City Skyline, so. Das hat jetzt einen Moment gedauert. Aber ja, ich weiß noch, was ich spiele. Und ja, ich bin noch nicht ganz so bescheiden, dass ich die Spiele vergesse. Aber es wird bestimmt auch irgendwann mal kommen. Und dann werdet ihr euch freuen, dass der liebe Mann... sie langsam ein bisschen blem im Kopf wird. So, hier habe ich so eine große Straße. Nein. Doch. So. Ja, wie gesagt, erstmal willkommen wieder zurück. Ich muss hier eine Straße abreißen jetzt wegen der einen Straße, die ich hier bauen möchte. Machen das auch gleich mal ein bisschen in Entfernung hin. Ein bisschen in Zukunft denken. Und ja, ich habe diesen Part doch schon was vor. Für die Leute, die es nicht mehr wissen, guckt mal auf das, was ich bauen müsste. Und das, was ich brauche. Und uns fehlt sowieso... ja, gut. Uns fehlt indirekt Wasser. Also Verlegung klappt. Aber uns fehlt trotzdem allgemein Wasser. Und das ist nicht schön. Und deswegen Pumpstation und Abwasserklärung. Und dann hoffe ich mal, dass wir langsam wieder ein bisschen Geld bekommen in die Staatskasse. Weil immerhin wir brauchen eine Menge Geld für unser kleines Projekt, was wir noch hier vorhaben mit unserer Autobahn. Das heißt, hier reißen wir dann die Strecke, bauen wir dann so ab, damit der Verkehr sich hier einigermaßen löst, weil die meisten wollen einfach bloß links herumfahren. Und das gibt's bei uns nicht. Müssen dann nur gucken, wie wir das nach und nach hier wegreißen. Am Anfang ist wirklich dieser Kreisverkehr ist wirklich genial. Der ist auch allgemein ziemlich genial, weil der Verkehr sich dort recht gut regelt. Aber sobald man dann eben diese beiden Strecken verbindet, jedenfalls hier in dem Gebiet, ist es sehr negativ. Weil es sich einfach nur noch anstaut. Ja, ich möchte da durch. Mama. So. Um die 12.000 kostet das also. Würde ich sagen, legen wir gleich los. Und, im Moment kommen... Doch, die kommen noch aus der Stadt raus. War ein bisschen schwierig, aber die kommen aus der Stadt raus. Die kommen noch aus der Stadt raus. Also ich halte die Leute jedenfalls nicht fest. Gut, jetzt sind sie bestimmt wütend, weil ich eben hier eine Autobahn hingebaut habe. Die hat aber eine Schallschutzmauer. Also ganz so unfreundlich sollten die jetzt vielleicht doch nicht sein, weil ich bin ja nicht ganz der unfreundliche Mensch. Was wir hier machen, ist natürlich auch klar. Wir werden hier einfach nur eine Gerade durchziehen von der sechsspurigen. Oder fast gerade. Der Verkehr wird nach und nach sich beruhigen. Jetzt wollen natürlich alle erstmal aus der Stadt raus, müssen dafür hier hinten rum. Wird aber auch nicht mehr lange sein. Was wir mit der Autobahn auf- und Abfahrt machen, müssen wir jetzt auch mal gucken. Hm.
1600. Jetzt wird die Stadt keinen Strom mehr haben. Die wird keinen Strom mehr haben. So. Oben, wir haben sowieso ein bisschen wenig Strom. Jetzt sind wir hier auch gerade so einer Quarzgrenze. Müssen wir ein kleines bisschen mehr vorspulen und müssen mal gucken, wie sich das jetzt hier verhält. Also alle, die jetzt in die Stadt rein möchten, müssen natürlich noch hier drüben rausfahren. Hoffentlich nicht mehr ganz so lange. Die Mülleinrichtung ist voll. Wir brauchen eine zweite. Machen wir gleich mal zwei hier noch hin. Und die Verbrennungsanlage kommt dann mit 7500, das ist dann auch okay. Gut, was wir jetzt mit dem machen, ist natürlich jetzt erstmal fragwürdig, weil das Ding ist erstmal voll. Wir machen es erstmal aus, dann kostet uns das nichts mehr. So. Und wir können die Straße, können wir fertig bauen. Hier bauen wir schon mal langsam hoch. Nicht genügend Geld. 19.000. Okay. Werden wir aber gleich reinbekommen, hoffentlich. So, die... Wir sehen schon die Autos, die rein in die Stadt wollen. Der Stau wird geringer. Staut sich im Moment hier unten. Und wir müssen jetzt noch hier eine Einfahrt und eine Ausfahrt machen. Wir bauen hier schon mal hoch. Ich möchte jetzt eigentlich ungern hier irgendwas noch wieder weitern oder höher bauen oder sonst irgendwas. So. So. Und natürlich aus der von der Autobahn runter ist natürlich so eine einfache Ausfahrt. Ja gut, ist nicht die schönste Autobahn, aber es ist eine Autobahn, die funktioniert. Und das sollte sie auch machen. Mit unserem Gebiet hier müssen wir uns ein bisschen überlegen, was machen. Wir brauchen jetzt so eine mittlere Spur, da unten fehlt ganz, ganz dringend was, aber ich sehe. Ich sehe, so. Mittlere Straßen mit Bäumen. Wir müssen jetzt unbedingt auf die Dings, wir gehen auf die, mal auf die Schulen und sowas achten. Geht das nie? So. Und so. Nice. Das ist genau das, was wir eigentlich so einigen wollten. Das Ding habe ich schon gebaut im Livestream. Für mich ein bisschen fragwürdig, dass da... Ja, die Dings ist, nein, die Lärmbelästigung ist so niedrig. Aber okay, Stadtviertel. Müssen wir uns auch mal erweitern.
Das gehört jetzt hier dazu. Muss man dann aufpassen, wenn man dann alles hier rüber pflanzen, dass dann das ein bisschen beachtet wird. So. Da haben wir das. Und dann eben die Industriespezialisierungen. Das mache ich dann aber dann gleich spät, also dann später. Mache ich dann die... mache ich das jetzt? Mache ich das dann gleich? Ich könnte natürlich auch hier drüben so ein kleines Dörfchen anpflanzen oder wie man es auch mal nennen möchte. Und ja, Leute, die Leute, die mich länger gucken, ja, ich arbeite bei der Kohle, ja, ich gehe jetzt gerade auf die grüne Spezialisierung und ja, ich weiß, es passt irgendwie nicht alles. Egal. Hier wird schon sehr, sehr fleißig was gebaut. Ach, genau, die Schulen müssen wir aufpassen. Ist die so ein bisschen groß? Das gefällt mir überhaupt nicht. Kapazität 1300 sind berechtigt. Ach, 2000 Kapazität haben. Achso, wir haben schon eine, stimmt ja. Und hier haben wir 600. Wir haben zwei Grundschulen, aber zwei Oberschulen, die relativ nebeneinander sind. Geil. Busdepot ist vielleicht auch gar nicht mal ganz so schlecht für meine Stadt. Wir gucken uns aber, glaube ich, erstmal den Verkehr an. Der Verkehr ist relativ flüssig hier, ein bisschen so lala. Gut, warte mal, wir machen hier eine Vorfahrtsstraße draus. Ein Ampelverkehr ist, glaube ich, schon mal gar nicht mal so doof, weil wenn man jetzt eine Kreuzung kam und hier kommen immer wieder Autos rein und raus, werden die jetzt nie rauskommen. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht mal ganz dämlich. Alter. Ja, ich baue mal erstmal so ein großes Ding hin. Was ist das? Closer Order. Internationales Büro. Okay, für ein Büro geht's sogar. Was ist das? Steuerbehörde. Mhm. So. Aber relativ... Leute müssen noch relativ gut gelaunt sein in meiner Stadt, glaube ich mal. Warum sollten sie das nicht... kW braucht das Ding. Also wir brauchen unbedingt auch noch mehr Strom. Ich würde trotzdem sagen, dass wir entweder ein Öl- oder Kohlekraftwerk bauen. 35 und 50, 50, 50. Dafür ist es ein... Die Verschmutzung ist mir ja relativ erstmal, glaube ich, egal mehr. Hier kommen 40 mW und hier kommen 120 mW raus. Ins 9 und 560 pro Woche. Vielleicht können... Naja, das ist ja schon... Das ist ja schon relativ hoch. Na naja, gut, wir können natürlich auch noch hier unser Budget erhöhen. Da produzieren wir auch nochmal mehr Strom. Heilung, durchschnittliche Gesundheit. Na, hier unten vielleicht nochmal. Oh. Obwohl, ich habe einen. Gut. Nee, das passt schon. Krematorium. Ja gut, ich habe ja kein Krematorium. Mir tut jetzt schon wieder alles weh. Oh, bla. Also das brauche ich ja nicht. Und
Und 7500 müssen wir, also 1000 müssen wir jetzt noch erreichen. Die Industrie würde ich hier weiter mal ankurbeln. Weil ich bin ein dreckiger, dreckiger Mensch. So. Und ich brauche jetzt Mittellandstraßen mit dem grünen Streifen. Haben wir hier, damit das Mitteleis auflockert. Sexboy. So, und hier drüben machen wir auch nochmal komplett Industrie hin. Also mit Industrie müsste ich jetzt hier komplett ausgelegt sein, wenn ich... Das werde ich erstmal komplett fertig bauen. Nicht genügend Geld. Ich werde das doch nicht fertig bauen. Aber Wohnungen werden gesucht mal wieder. Wohnungen über Wohnungen. Wasser. So. Süß. Nicht wahr? Alles schick, 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 Miki. Oh, ein grünes Haus, ein grünes Dach. Süß. Ach, ich würde irgendwie schon gerne hier so... Guckt euch das mal an, wie geil das hier irgendwie aussieht, wenn man so hier drinnen wohnt und so. Können die Leute verfolgen? Okay, im Moment würde ich vielleicht doch nicht so gerne wohnen, weil mir würde komplett der Busverkehr fehlen, dass man so in den Busch einsteigen kann, losfahren. Ist das hier unser Weg, den wir gemacht haben? Das ist der Weg, den wir gemacht haben. Der wird sogar benutzt. Ich dachte, der ist ein bisschen sinnlos, aber anscheinend doch nicht ganz so sehr. Wir können hier auch noch mal ein paar Bäumchen mit hinsetzen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Ein paar kleinere Bäumchen. Hust, hust. Das sieht doch irgendwie gleich einander ein. Aus. Ja. So, dem Busverkehr, wie viel brauchen wir dafür? Wir brauchen 30.000 für den Busverkehr. Gut, aber ich glaube, das erreichen wir als nächsten Part. Ich würde sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt nochmal oben nicht einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es genauso mit der Autobahn hier gemacht hättet oder auch nicht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch der ganze gefallen hat. Abo da natürlich, wer es noch nicht gemacht hat. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt der Mann das Wort. Ciao, ciao.